Ich heb mal kurzerhand kurz das die Erde hier aus. So. Ja, und dann sehen wir uns das Ganze mal an, wie das Ganze eigentlich funktionieren soll. So. Von innen sieht man gar nichts. Das heißt, ich muss es theoretisch sowieso erstmal von innen gleich wieder beleuchten. So, aber ich brauche jetzt eher erst einmal Redstone. Wie war denn das jetzt? Moment. Ich habe gar keinen Redstone mehr dabei. Ja. Und was will ich mit diesem blöden Feuerstein? Naja, gut, schauen wir erstmal. Ja, die Sichtweite ist immer noch hoch genug. Keine Ahnung, wieso das Ding wieder auf Fahrstand. Naja, was soll's. Ich werde jetzt die Redstone mitnehmen. Ne, das ist halt ein extremer Unterschied, wenn man so guckt. Hier hat man solche Glasscheiben, da hat man dann dieses als Glasscheiben. Muss ich mal kurz was testen. Geht an, das ist gut. Ich glaube, na genau, das ist das Problem. Kriegt die Redstone-Lampen nicht an. Sei ein Moment. Ha, das ging nicht. Schade. Das geht. So. Das heißt dementsprechend, ich brauche, glaube ich, erst einmal. Genau. Wir machen mal die Falltür dahin. Nee. Geht's nicht, geht auch nicht. Wir machen mal die Falltür dahin. Autsch. So. Und so, das geht. Das geht wunderbar. Jetzt brauchen wir eine Leitern brauchen wir jetzt. Wenn ich so weit laufen müsste zu dieser Truhe, würde es ja einfacher gehen. So. Das sollte jetzt, glaube ich, erstmal wieder reichen. Wirklich sprinten kann ich hier drin nicht. Also müssen wir das Ganze hier gehen. So, hier geht das dann aufwärts. Ach nee. Da geht es nicht aufwärts. So. Und dann machen wir hier das hin. Wenn ich jetzt wahrscheinlich das mache. Nee, geht's doch nicht. Sehr schön. Das heißt, hier kann man hoch und runter nochmal. Hier haben wir nochmal einen Eingang. Dass hier keine Dorfbewohner durchkommen. So, jetzt muss ich hier erstmal wieder buddeln. So. Setzen wir mal kurz das da hin und dann. Ach nee. Das sollte man vielleicht doch schon machen. Und jetzt kommen wir wieder hoch. Ich muss ja wissen, wo ich hier runter muss. Das heißt, hier gehen wir, würde ich sagen, in den Keller. Und hier müsste es jetzt lang gehen. Ast rein. Das
müsste hier zack, zack, zack. Ah ne, hier muss ich mal kurz so machen. Na. Zack, zack. Und ja. Klar, jetzt kann ich hier natürlich jetzt nicht erwarten, hier irgendwelche Repeater zwischenzusetzen, weil ich muss hier eins erstmal machen. Ich muss den Abstand der nächsten Lampen haben. Wir haben hier zurzeit immer Abstand 5. Und den Abstand werden wir beibehalten. Na, nehmen Sie mit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Weiter geht's erstmal noch nicht. Das heißt für uns, wir machen hier mal kurz an. So. Und hier machen wir die Straße auch mal weiter. Zack, zack, zack. So. Und jetzt geht's los. Muss ich kurz überlegen, wie war das? Halt! Das kommt weg. Das kommt dahin. Gut, dann kann man hier so einen Block setzen, das heißt, ich komme da aber nicht rüber. Weil, ne? Das heißt, ich muss hier außen rum. Und dann wieder da. Da und da. Das muss ich auf beiden Seiten machen. Zumindest so. Und auch hier gilt wieder da, da und da. Ah ja, was ist das denn hier? Ach ja, da war ja was. Da war ja eine Kleinigkeit, die ich ja ausgehoben habe. Vielleicht sollte ich denn da auch eine. Naja, vielleicht nicht gerade eine Redstone-Fackel, aber eine normale Fackel hinstellen. So. Das heißt, da. 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 Und mal von oben. Sieht, glaube ich, einfacher. Zack. 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 Genau. Zack. So. Repeater. Das heißt, das Gebäude wird automatisch angesteuert. Und hier ist es dann auch der Fall. Perfekt. Zack, machen wir hier noch eine Fackel hin. Und
und hier geht's wieder raus. Tja, Untergrund bauen, Kanalisation oder hier so in Redstone-Verkabelung muss schon sein. So, dann kommt da sowas hin. Hier haben wir das schon. Da haben wir es auch schon. Und hier habe ich eine vergessen. Aber das kann man schon mal vorbereiten. Halt. Dann hat man das schon mal Ganze fertig. So, jetzt kommt der Redstone-Lampe drauf. Dann sollte da auch gleich hier schön fleißig Licht angehen. Auch schön so nacheinander. Zack. Geht das? Das ist herrlich. Also sowas gefällt mir. So, das Redstone-Haus sollte ich hier dann langsam auch schon mal was bekommen. An Beleuchtung. Zack. Zack, zack, zack. Boah, das geht doch. Die einzige Konstruktion ist hier. So, jetzt ist die große Frage, was macht man? Wählt man das Ganze so oder wählt man das Ganze so? Da ist jetzt die große Frage. Klar, man muss jetzt hier so nach und nach das ganze Häuser noch mit Details versehen. Das ist jetzt nicht so die Frage, das möchte ich auch machen, aber die große Frage ist jetzt, welche Art von Häuser. So bauen, dass wir Glasscheiben verwenden und einfach innen leer lassen und dann, dass es rausleuchtet, dass man durchgucken kann. Oder sagen wir, gut, wir brauchen sowas nicht und wir machen hier einfach nur Redstone und gut ist. Da ist jetzt die große Frage. Das ist die Question, kann man jetzt so sagen. So, wir haben das. Das heißt, müsste hier ja auch noch. Das heißt, wir gehen hier mal ganz wieder außen rum. Und sagen hier erst einmal Fackel, da Fackel und sagen hier zack, zack. Dann passt das auch. Da machen wir hier noch eine Fackel hin, weil es hier alles so dunkel hier ist. Da auch. So. Ja, das muss ich mir überlegen, wenn ich von euch keine Antwort kriege, wie ich jetzt das Ganze gestalte. So oder so. Dann muss ich einfach mal selber entscheiden. Ich tendiere gerade ein bisschen zu dem hier. Ich weiß aber nicht, wie das mit den kleineren Häusern aussieht. Später werden wir auch mal Holz dazwischen setzen statt Stein. Also es wird jetzt so ein bisschen unterschiedliche Designs hier geben. Hier haben wir zum Beispiel 5 breit in, hier haben wir 6, also sogar 7 breit in. Dafür ist es nach hinten hin ein bisschen anders designt. Also wir werden da schön viele Möglichkeiten haben. So, irgendwas habe ich hier, achso, genau. Das ist zu, da machen wir auch noch wieder zu. Da machen wir auch wieder zu. Es ist fertig. Naja, fertig ist übertrieben. Aber es sieht schon wieder anders aus. Halt. So. Klar, wir müssen natürlich auf dieser Seite hier auch noch Häuser setzen. Aber man sieht schon, das ist ein ganz anderer Stil, den wir sonst, oder den ich sonst anwende. Da kommt hier zum Beispiel der Weg rein. Hier kann man dann auch einen Weg reinsetzen. Man muss jetzt auch nicht den Hauptweg so gerade machen wie jetzt. Man kann ja auch ein bisschen verschlängelt laufen lassen. Jetzt sagen, ah, wir haben jetzt hier ein bisschen gerade. Ah, hier ist jetzt so ein Hügel. Den will ich jetzt ein bisschen umschiffen. Das heißt, ich ziehe den Weg jetzt hier lang. Um dann hier später wieder zu dieser Straße zu kommen. Das kann man alles machen. Das geht alles. Jetzt haben wir hier diesen Hauptweg. Den kann man jetzt noch ein bisschen krumm machen, wenn man möchte. Das werden wir wahrscheinlich auch machen. Diesen Hauptweg ein bisschen krumm bauen. Dass das nicht alles so steif aussieht, sagen wir mal so. Vor allem, da wir jetzt auch Abstand zwischen den Häusern haben, kann man hier zwischen locker durchgehen. Und wie man sieht, es ist eigentlich hell. Es ist nicht dunkel, es ist hell. Das ist einfach das Schöne daran.
Was wir halt viel brauchen, ist Redstone. Redstone und Keys, wie man so sieht. Hier werden immer noch die Dorfbewohner gemacht. Man sieht, die wollen da alle rein. Ich wollte gerade sagen, ich habe da von diesen Dingern einen gesehen. Nein, habe ich nicht. Wir müssen von so eins auch nochmal dahin bauen. So nach und nach. Hier müssen auch noch Häuser zwischen. Aber dazu muss ich erstmal wissen, welchen Stil ich haben will. Hier haben wir jetzt diesen Stil ein bisschen. Hier will ich so einen Misch aus beiden machen. Hier so in diesem Verlauf. Das soll jetzt hier wirklich so mehr der Stil sein. Hier so mehr der Stil. Also ein bisschen gemischt den ganzen Stil. So. Und man sieht, es geht auf jeden Fall Redstone technisch ziemlich stark voran. Ja, hier sieht man auch den Unterschied auf der Rückseite. Das Ganze hat jetzt hier so ein Fenster, da ein Fenster, hier mal so zwei Fenster. Also es ist schon eine Sache, wo man sagen kann, ja. Ich muss mal gucken, wie ich das Ganze weitermache. Das finde ich noch ein bisschen dunkel, da kann auch oben was drauf spawnen. Ja, vielleicht mache ich da noch eine separate Lampe mit Tageslichtsensor oben drauf. Mal schauen. So. Aber es ist halt schon was Neues, was anderes mal. Es ist mal so eine Redstone-Stadt, die ich gerne mal basteln möchte. Klar, Trondheim könnte man dafür auch benutzen, aber man sieht schon, es macht doch mehr Spaß, wenn man so einzelne Häuser hat, die man so ein bisschen verteilen kann. Klar, hier sind sie hier also ein bisschen stur aufeinandergereiht, da auch. Das ist ein bisschen enger, das könnte man so sagen, das ist der ehemalige Stadtkern. Hier kann man es ein bisschen offener aufreihen, man kann es auch ein bisschen verteilter bauen. Hier oben aufs das nächste Haus brauchen wir jetzt nicht hier unten in die Straße, das kann man auch. Dahinter ein Haus, dann oben auf dem Hügel mit einem Weg daran einfach nur hin, wo man dann auch einfach Redstone-Lampen hinsetzt, so ein daneben vielleicht. Ja, mal schauen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten jetzt. Was zum Beispiel möglich ist als Nebenweg. Das kann ich mal bauen. Würde ich gerne bauen. Machen wir auch. Brauche ich aber richtige Ressourcen zu. So. Brauche ich die richtige Ressource zu. Das brauche ich. Das brauche ich. Man könnte jetzt auch einen Holzbalken nehmen. Wie noch? Wir nehmen Holzbalken. In dem Redstone-Lampe. So. Wenn man jetzt zum Beispiel so ein Haus hinten auf so einem Hügel setzt, hast du den Hauptweg gemacht. Jetzt habe ich hier so einen einzelnen Weg, der so irgendwo lang schlängelt. Dann könnte man sagen, wir machen das mal ein bisschen anders. Das mache ich jetzt mal mit, simuliere ich das Ganze mit drei Lampen. So, hier haben wir jetzt den Hauptweg. Der geht ja so ab. Dann haben wir jetzt da eine Lampe. Kommt denn hin? Ja, da muss ja nicht gerade sein, der Weg. Dann heißt es zum Beispiel als nächstes, da kommt eine Lampe hin. Die nächste Lampe kommt dann hier oben hin zum Beispiel. Das könnte man so als Weglampen nutzen. Man sieht, das sind ein bisschen größer. Man muss leider so einen vollen Block untersetzen. Man kann nicht jetzt sagen, ich nehme hier so einen Zaun, weil Zaun leitet leider keinen Strom. Ist leider so. Könnte man so als Wegbeleuchtung nehmen. Den Weg machen, wenn ich jetzt so hier keinen Hauptweg mache, sondern sage, dahinter ist jetzt einfach so eine Gasse nach oben zu so einem anderen Haus. Vielleicht zwei breiten Weg daneben legen. Und dann zack, hoch. Und dann ist da ein Haus und das ist die Wegbeleuchtung dahin. Abgehen von Hauptbeleuchtung. Klar, so hier passt es nicht. Hier ist einfach die Straße beleuchtet. Muss man dann halt sehen, wie man das macht. Ob sich das lohnt. Das lohnt sich auch wirklich jetzt hier nur für Querwege. So für einzelne Reihen. So für einen Hauptweg könnte man es auch nehmen. Aber man sieht, es ist doch schon ziemlich groß, das Ganze. Und die Lampe so hinsetzen. Sieht nicht aus. So, gleich geht das Ganze wieder aus. Jetzt gucken wir uns das ganze Spektakel gleich mal an, wenn es ausgeht. So, das ist immer so als kleiner Abschluss dann. Jetzt kann man hier so ein bisschen gucken. Jetzt sieht man da die Beleuchtung, hier die Beleuchtung. Ich lasse das jetzt Ganze mal so stehen
ohne jetzt mal die Kamera zu bewegen, dann sieht man mal so einen kleinen Effekt, wie das Ganze mit dem Redstone funktioniert. Ich hoffe, dass man es gleich sieht. 6 Uhr, ich glaube um 6 Uhr etwas geht es dann gleich aus. Jetzt ist es aus, man sieht, es geht nicht alles sofort aus, es geht nicht schlagartig aus, es geht erst alles nacheinander aus. Und genau das ist das, was mir hier so gefällt an diesem Redstone. Klar, es gibt auch andere Redstone-Lampen, die kann man so bauen, dass dann ein Tageslichtsensor pro Lampe ist, aber es gefällt mir einfach nicht. Jetzt ist alles aus, es ist dunkel, es ist nicht so wie hier, dass dann noch die Fackel irgendwas beleuchtet. Nein, es ist einfach aus. Es gefällt mir einfach ziemlich gut. So, das sollte eigentlich heute von der Aufnahme gewesen sein. So, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich hoffe auch, ich kriege jetzt da eine kleine Antwort, bis ich das nächste Mal hier weitermache. Ich schätze mal, ich werde jetzt hier so den Berg mal ein bisschen behaken, dass ich hier mal so eine Straße hochkriege, dass ich noch eins dieser Art von dieser Häuser dahin pflanze. Vielleicht mit ein bisschen Abstand. Mal schauen, ich weiß es noch nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und sage an dieser Stelle Tschüss.